เนื้อคนอ่ะอืมไปกินปังเวลาละตัวเดี๋ยวมาติดเสียงกินแหวนก็มาติดเสียงเพื่อนเชฟเขาพูดครับพี่ผ่าซักแล้วก็ซื้อมาให้ตาแม่เห็นยังเห็นเห็นเสร็จลูกเต่าหลายไปซื้อมาให้มัน Ja, servus Leute. Ich bin bei der Neu daheim, bei meiner Freundin. Und ja, das hier sind so Bananenstauden. Ich weiß nicht, ob man die Bananen da sehen kann. Ja, wir bereiten jetzt einen Fisch zu, besser gesagt die Neue macht das, diese drei Fische, die ihr vorher sehen konntet. Ja, und die werden bei dem Feuer, das ihr vorhin gesehen habt, gegrillt. Wunderschöne Fische. Und hier drin hat die Neue sie gereinigt und das hier ist auch gut für den Magen. Ja, ja, das will ich etwas filmen, den gegrillten Fisch. Also wie man den zubereitet und so weiter, das habe ich noch nicht gefilmt. Ja. So, die Fische werden jetzt lecker gefüllt. Die sehen dann so aus. เห็นอาเป็ดมาเมื่อวานเอ๋นั่งกินข้าวร้านอาหารด้วยกันYa, hier ist es sehr gemütlich. Die Mutter von Neu trinkt hier Bier mit Eis und ich meine es ohne Eis. Alles sehr einfach und gechillt. Hier die Küche.Alles was man braucht und alles offen natürlich. Ja, das ist natürlich das ganze Jahr heiß. Ja, mehr braucht man nicht, also mehr, weniger ist oft mehr. So, die Fische werden jetzt noch gesalzen.So, da ist jemand auf Besuch gekommen. Ja, die Zubereitung ist da wirklich sehr einfach, aber sehr lecker. Und die Fische sind frisch vom Markt.Besser geht es nicht. Ja, und er und ich haben uns schon sehr gut angefreundet. Aber er weiß, dass er hier nicht rein darf. Ja. Ja, hier bei dieser kleinen Veranda, sage ich mal, der Chillbereich.Ja, voll gemütlich ist das hier. So, die Kohlen sind schon sehr heiß. Jetzt kommt der Fisch hier bald auf den Grill. So, da, jetzt kommen die Fische auf den Grill. Zwei zuerst. Super.
Jetzt bin ich mal hier der Grillchef. Erstmal noch etwas warten. So, ich würde sagen, jetzt schauen wir mal. Ist gar nicht so einfach. So. Gerne. Diese Seite ist schon mal ganz gut okay. Ja, die neue ist da doch etwas geübter. In deiner Hand filme ich eben. Ja, die Lud ist auch ziemlich stark. Hat ihn neu jetzt gemeint. Um die Fische hier zu grillen. Hallo? Ja, jetzt wurde etwas rumgescherzt. Der Bernhard kocht Meierloi, also weniger köstlich. Schauen wir mal, wenn die durch sind, wie die schmecken. Ja, dann muss noch etwas länger hier auf den Grill legen. Okay, also noch ein bisschen. Huh? Little bit, ja. Ja, yeah. Ja, das ging vorhin einfach viel zu schnell. Sorry. Es war viel zu heiß. What this? For ja, viel zu heiß eben und die Fische lagen auf den viel zu heißen Kohlen, einfach viel zu nahe hier am Feuer, ja. Deshalb sind sie jetzt hier schwarz gegrillt, aber egal. Die sind bestimmt trotzdem sehr lecker. Und dieser Baum hier, diese Blätter, die sollen sehr gesund sein. Da gibt die Mutter von Neu uns einige mit nach Österreich. Die werden wie Tee gekocht und dann natürlich getrunken und ja, wie gesagt, wir sollen super gesund sein. Wenn ich herausfinde, wie die heißen, dann schreibe ich das in die Videobeschreibung. Diese Seite schaut jetzt doch her aus, also die sieht jetzt richtig lecker fertig zum Essen aus. Ca. 5 Minuten noch, sagt die Neue, und dann können wir die Fische essen. Und ja, ihr seht schon, das hier ist auch so ein Werkzeug. Einfach für das Feuerholz, für diesen Grill hier. Vorhin ist jemand vorbeigefahren, der verkaufte von seinem Pickup, wie so oft hier in Thailand. Und da habe ich für die Familie von Neu diesen Grill gekauft für 350 Baht. Was sind das jetzt in Euro? Keine Ahnung jetzt genau, vielleicht 7 Euro oder sowas. Ja, da unten kommt die Asche raus. Ich glaube, man kann das hier bei diesem Grill hier sehen, wo die Fische drauf liegen. Und die Asche eben. Hier die Kohle. Hier kommt die Kohle rein. Der ist richtig massiv, dieser Grill. Ja, da wird die Familie lange Freude haben. Danke.
für 350 Baht, also ungefähr 7 Euro oder so. Klasse. Super simpel. Und er funktioniert. So, die Fische sind jetzt durch. Es sind Aloy Mak Mak. Hoffe ich mal, Aloy Mak Mak. Also sehr, sehr lecker. Ja, das sehen wir jetzt gleich. Die neue, die Expertin. Ja, die checkt jetzt mal den Fisch ab. Ja, sie macht ihn mir jetzt netterweise essensbereit. Ja, essensbereit, das heißt, dass es für mich sehr einfach ist, ihn zu essen, nicht auf die Geräten achten muss. Ja, für sie ist das ja Alltag. Mittlerweile kenne ich mich auch, ja, sag mal, halbwegs aus mit den Fischen, denn ich habe jetzt hier bei diesem Aufenthalt hier in Thailand ja fast täglich Fisch gegessen. Ist einfach nur lecker und ich merke, dem Körper tut es einfach nur gut. So, jetzt bekomme ich eine Kostprobe. Lecker. Lecker. Lecker, mehr. Sehr, 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 sehr lecker. Aloy Mak Mak. ไปดิสัญญาอย่าสัญญามากค่ะมันอาจารย์ปลาทับทิมไอ้ดำไม่อยู่อ่ะไปรับกี่โมงแม่ไปรับดำกี่โมง ข้างบนมานอนได้ดิไม่เป็นเพื่อนแล้วนั่งอ่ะเอ๊ะวางอะไรยังบ้างยังปลูกแขนไม่เห็นตีแม่ก็มาทางนั่งอืมเอาได้หน่อยไหมขอเห็นตั้งดูใจกันไม่พอมุกกองเนอะมุกกองเนี่ยเนี่ยต้องอยู่ไหนกินเจ้าอืมขนมไอ้ขนมมาให้ขนมไทยมาให้ ขนมต้มถามหนูว่าทำเป็นอะไรหมอเข่าได้แล้วเดี๋ยวจะเข่าแหละเขาไม่รีบไปไหมล่ะอืมย่าสิสุขสันต์จะมาเกรดนับว่าดัสย่าอิสต์ยิ่งเอสเซนส์เบรดไอ้ดีน้อยส์จะสุ่ลีบุนย่าที่ verhätschelt mich undHat mir jetzt das alles hergerichtet, damit ich jetzt das in mich hineinschaufeln kann. Mit dieser etwas scharfen Soße, aber nicht zu scharf. Einfach nur lecker. Herrlich. Okay Leute, ja, das war es mit diesem Video. Fisch gegrillt hier in Thailand. Einfach nur herrlich. Also Mahlzeit Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.